Herzlich willkommen zu unserem Porträt-Crash-Course oder richtig gesagt Crash Course-Portrait. Mit Viviana, schön, dass du hier alle hier bist. Es ist wieder eine weitere Woche ins Land gestrichen, ins Land gegangen. Du hast wieder neue Fotos gemacht, ja. oder? Und happy? Ich bin happy. Ich bin gespannt, wie du sie findest. Ähm, ich wette, ich finde sie gut. Wir rekapitulieren nochmal. Letzte Woche hatten wir uns mit diesem blöden Thema Blende ISO-Zeit beschäftigt. Genau. Das ist ja ganz viel, was man nicht wirklich so 100% auswendig haben muss, aber. Den Denkanstoß und die Denkweise sind es ja wichtig. Jetzt hatten wir die Aufgabe manuell, voll manuell zu fotografieren. Vielleicht auch im Halbautomatikmodus, eine Belichtung zu finden und dann auf den manuellen Modus zu wechseln. Aber eben die Aufgabe war Bilder manuell zu machen. So jetzt an dich die Frage: War es ein großartiges Problem? Es war ein Unterschied zu vorher. Es war ein bisschen mehr Arbeit am Anfang, aber im Endeffekt fand ich es auch super, mal so zu fotografieren, weil so Kommt man dann doch mit dem Bild irgendwie mehr in Verbindung? Es mhm, mh, hört sich irgendwie doof an, aber ich glaube, niemand weiß, was ich meine. Ja, also. Ich, ich glaube auch, dieses stresslose hinterher ist weitaus mehr wert als das, als das bisschen Stress am Anfang beim genau, Einstellen. Ja. Ähm, sag ruhig dem Modell oder wem du auch immer fotografierst, hey, ich brauche ein, zwei Minuten, um die Belichtung einzustellen, mhm. danach ist das fix. Also so ein bisschen wie beim Arzt. Fotografieren ist immer wie beim Arzt sein. Der, der sagt auch hier, ähm, ich fühle jetzt mal Ihren Puls. Äh, jetzt kann es ein bisschen kribbeln und jetzt kommt die Nadel und so. Das ist immer so gleich, ist vorbei. Also man, man hält immer informiert, weil das mhm. Problem ist ja. Die Person vor deiner Kamera weiß nicht, was du tust und ja. du fisselst an deiner Kamera rum, versuchst weißt du gleich Helligkeitsverteilung und alles Mögliche einzustellen und die Person denkt, was? Ja, yeah, die jetzt wartet hässlich? dann. Kennst genau. du ja wahrscheinlich sehr ja, als genau. ne? Also immer informiert halten. So manuell ist irgendwie was groß anders als wie, wie bist du vorgegangen? Hast du direkt manuell gemacht oder hast du erst mit AV? Nein, ich habe immer direkt manuell direkt gemacht. Direkt manuell. Mhm. Also Blende fix. Genau. Und dann Zeit ISO hinterher. Ja. Ähm, ja. Viel anders als vorher fotografieren ist es nicht. Lass uns die Bilder angucken. Ja. Ähm, du warst bei Nacht draußen? Genau. Mutig. <laughs> ähm, was man jetzt hier wahrscheinlich sieht, wenn man genau rangeht, vor allem in die dunklen Bereiche, das ist Rauschen. Also dieses Krisseln im Hintergrund, das ist durch die hohen ISO-Werte der Fall. Was war es? So 12.000, 12 6.400, so in den Trium, ne? Ja, ungefähr. Okay. Ähm, Findest du jetzt hässlich? Nö, ich finde es irgendwie cool. Also ich, ich mag den Stil halt. Was meinst du mit Stil? Ja, das ist. Dieses Körnige, ja, dieses genau. ja. Okay. Es gibt ja auch Plugins bei Photoshop, wo man sowas nachträglich hinzufügen Echt? kann. Ja, also Rauschen hinzufügen, da gibt es ganz viele Filter. Ist ein bisschen anders, digitales Rauschen, als diese Körnung von früher, von mhm. den Filmen. Die Körnung war so ein bisschen ähm, organischer. Mhm. Das waren ja wirkliche Kristalle, die sich beim Film herausgebildet haben. Also okay. hohe Empfindlichkeiten haben dazu geführt, dass Filmkristalle. Also Kristalle, sich aus den Filmen gebildet haben. Deswegen waren die auch teilweise so, die sahen ein bisschen aus wie ähm, Bakterien unter Mikroskop. Auch so längliche, ja, gab es teilweise so richtig schön langgezogene Rauschkörner oder nur wirklich Körner. Weil es ja eine chemische Reaktion ist mhm. und, und bei manchen Filmen mit hohen ISO-Werten hat es halt irgendwie so ein bisschen. Aber die mehr kamen dann bei der Entwicklung erst? Ja. Ja, klar. Ja, ja. Konnte man die Bilder ja auch vorher nicht angucken. Ja, also ähm, sozusagen und dieses Rauschen ist halt so richtig auf Pixel-Ebene. Das sind so ganz fein bei den digitalen Sachen. Ist nicht 100% das Gleiche, aber gerade wenn man jetzt irgendwie so im Web unterwegs ist oder dergleichen, da merkt man erst recht keinen Unterschied zwischen, zwischen den großen Sachen. Ne? Ähm, fand ich sehr cool gesehen auch hier mit dem Licht im Hintergrund und schön hier düstere Stimmung also würde ich jetzt sagen würde ich nicht anders machen oh ah das war die falsche Richtung wir gehen mal andersrum ich war jetzt hinten schon ein Porträt wie findest du Porträtfotografie bei Nacht ist mal was anderes ich glaube ich ich finde es besser, wenn man ein bisschen mehr Licht im Gesicht hat. Aber ich fand es trotzdem mal interessant, das auszuprobieren. Ist jetzt halt stimmungsvoll. Ne? Du siehst, genau. das sind übrigens diese Bokeh-Effekte ähm, im Hintergrund. So nennt sich das Bokeh. Das sind diese unschärfe Kreise an den Lichtquellen, die dann entstehen. Ähm, Im Grunde genommen ist das halt bei Nacht ein bisschen mehr so diese Stimmungsfotografie. Weil von ihr sieht man jetzt eigentlich nur so ein halbes Gesicht mhm. und dann ein bisschen das Dekolleté und das war's. So, genau. Es ist mehr die, die Grundstimmung. Aber merkst du, an der Stelle ist halt eben so dunkel. Und kannst jetzt, du kannst jetzt einen Blitz wahrscheinlich draufsetzen, aber dann ist die Stimmung. Ja, gar eben, nicht mehr genau. Da. Das also du so musst das irgendwie dich, dich anpassen mit den, mit den, mit den Werten. Und gerade oh, Entschuldigung gerade solche Bilder sind natürlich auch schwierig für eine Kamera im, in der Halbautomatik, weil guck mal, wie dunkel das Ganze ist. Also sowas kriegt man wirklich, da hat jede Kamera Probleme. Weil wenn ihr zum Beispiel ein bisschen mehr nach links schwenken würdest und hier würden mehr Lichtquellen reinkommen, dann würde die Kamera ja. beim nächsten Bild denken, oh verdammt, das ist heller stimmt. geworden und wird wieder dunkler machen. Also das ist sehr kritisch bei Baldomer Mega fett. Also finde ich, find ich den Hautton extrem genial. War das das, was du letztes Mal meintest, letzte Woche mit diesen Brauntönen, diese, ja. diese Warmtönung? Genau. Und das ist wahrscheinlich relativ hohe Weich Weißabgleichfärbung, ja. oder? Okay. Ich glaube sogar ganz hoch. 10.000? Mhm. Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht, weil es sind ja noch immer Blau und sowas im Hintergrund. Ja, könnte sein, aber ich habe ein paar da auch gemacht äh, mit ganz hoch. Vielleicht ist das ein bisschen runtergedreht. Ich weiß es mal. Acht ein bisschen auf die Linien. Also das ist, also ich bin ein Linienfetischist, aber ich finde schräge Linien, das ist so ein bisschen effekthascherisch. Also Leute, die so schräg fotografieren und dann denken im Endeffekt, es sei dadurch spannender, das Bild, das Bild wird nicht spannender durch schräg halten. Ja. Wenn dann musst du schräge Linien haben. Das ist zum Beispiel eine Linie, die wäre auch gerade gehalten, schräg, weil die geht schräg mhm. ins Bild rein. Verstehst du, unterscheide zwischen schräg halten und schräge Linien. Wenn du zum Beispiel eine Straße hast, die quer durchgeht, dann ist das eine schräge Linie. Wenn du ein Brett hast oder irgendwas, wie zum Beispiel hier, das sind schräge Linien. Verstehst du, aber trotzdem ist das Bild akkurat gerade ja, gehalten. Stimmt. Die gehen bloß schräg ins Bild. Ähm, nicht, nicht dieses schlampig schräg gehaltene machen, das ist... Okay, da habe ich ist, auch gar nicht drauf geachtet. Ja, aber achte ein bisschen mehr drauf, ja, dass, du, dass du gerade ist. Ja. Das, Die Bilder wirken cleaner und dadurch etwas professioneller. Okay. Also viele Leute achten beim Fotografieren halt nicht auf stürzende Linien, auf schräge Linien. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger, so ein globaler Betrachtungspunkt. Mhm. Also man guckt schon weiten drauf und sieht schon, uh, alles akkurat gerade. Hui. Hui. Das war auch so ins Dunkle rein fotografiert. Merkst du das, was wir ganz am Anfang gesagt haben? Das Hellste am Bild ist das Wichtigste. Und hier hast du es halt genau gesetzt: also die Haut, diese Betonung, der Körper. Das ist im Endeffekt das Wichtigste. Vielleicht hätte man hier einen grauen Body im Endeffekt tragen können oder irgendwie hm. grau. Ja? Weil genau dieses Graue wäre halt ein bisschen mehr Zeichnung gewesen, ja. hätte sich mehr abgehalten. Also, da merkst du, da, 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 da ist dann nichts mehr mit Lichtführung zu machen, sondern dann ist man wieder bei dem Punkt, dass man halt auch als Fotograf hingehen muss und sagen muss, okay, umziehen bitte in was Graues. Ja. Ähm, weil da hast du halt hier an der Stelle auch keinen Übergang mehr zum, mhm. zum Hintergrund. Und hier hast du Gott sei Dank noch den Hand, aber ich glaube, sie hat sogar hier mehr Teil hier gehabt, ja. die so ein bisschen untergeht. Da <laughs> das stimmt, dürfte das eigentlich noch so, so ein kleines Loch sein. Und sie, also von ihrem Körper oben hätte ich jetzt gesagt, sie ist super trainiert und teiliert. Und dadurch, dass schwarz auf schwarz war, ein bisschen. Hast du recht, ja. Schade. Aber mega geniales Bild, auch tolle, tolle Hauttöne. Das gleiche Model nochmal. Mhm. Super toll. Ich, würde, ich hätte hier versucht, den Körper, den unteren Körper, den Fleck hier, so ein bisschen ins Licht zu drehen. Mhm. Das Licht kam ja von hier oben. Mhm. Und ich hätte hier noch ein bisschen aufgedreht, dann hätte sie nämlich den Effekt, der hier und auf dem Gesicht ist. Hätte sie auch noch auf dem Dekolleté bekommen. Und das hätte gerade ihren beiden Brüsten so ein bisschen ja. gut getan. Hast du recht. Ähm, aber merkst es sind Kleinigkeiten. Es ist ja. so fünf Grad nach links, fünf Grad nach rechts. Und jetzt, wenn du sowas sehen willst, dann musst du 100% wissen, dass deine Kamera immer dieses Bild macht. Mhm. Einmal eingestellt und dann nur noch konzentrieren auf, wo sind Reflexe, wo sind Lichtsetzungen, wo, sind, wo haben wir Teilierungen, haben wir Abgrenzung und so weiter und so fort. Das ist so wichtig, diesen, 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 diesen Technik-Kamera-Punkt einfach abzuschließen und sagen, so, jetzt wird fotografiert. Weil solche kleinen... Das Bild sieht ja geil aus. Es ist ja richtig gutes Bild. Aber das ist halt noch diese, diese, diese kleinen Punkte nach vorne. Mhm. Und das könnte man vielleicht noch mit Photoshop und Malen und Dodge and Burn und sowas ganz aufwendig nachzeichnen. Aber das wäre natürlich wirklich viel Arbeit. Ja. Kommen wir zum nächsten Punkt, beziehungsweise Bild. Ui. Also... Ich weiß, wir sollen jetzt eigentlich gerade über Belichtung sprechen und manuell, aber was soll man sagen über manuell? Das ist einfach wie, du hast es einmal festgelegt und es sieht geil aus. Richtig starkes Bild. Also ich mag auch diese Haare vor dem Gesicht, mutig in der Porträtfotografie, aber so hübsche Frauen entstellt ja nichts. Du musst aufpassen, dass die Nase nicht den Mund touchiert. Ganz mhm. knapp, aber war ein Risiko, dass es hier passiert hätte. Ja. Und Achtung, die Nase wird höher, äh, länger, je mehr du sie zur Kamera neigst. Also okay. ich habe ja ein <laughs> Riesenzinken. Wenn ich meine Nase nach unten bewege, dann guckst du auf den kompletten Nasenrücken drauf und siehst ihn. Der geht ja. dann plötzlich bis hier oben, bis zu meiner Brille. Jetzt guck mal, wie viel er kleiner wird, wenn ich mit meinem Kopf nach oben gehe. Mhm. Merkst du, jetzt ist der Nasenrücken nur noch 2 cm groß. Dann irgendwann guckst du mir natürlich in meine Nasenlöcher rein. Aber viele Frauen haben natürlich ein Problem mit dem langen Nasenrücken. Das heißt, du musst... Bei derlei Fotos immer so einen Ausgleich finden zwischen zu weit oben und zu weit unten. Mhm. Und merkst schon wieder, man stellt sich das immer so vor, man wird hier geknipst und man Model macht lustige Sachen. Aber im Grunde genommen musst du hingehen als Fotografin und sagen: Okay, dein Nasenrücken ist relativ lange. Bitte geh nicht zu so tief mit dem, mit, dem, mit dem Kopf runter, sondern bleib eher so in, 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 in normaler Höhe oder geh ein bisschen höher. Mhm. Das muss ich ihr auffassen, weil sie hat einen sehr langen Nasenrücken. Der ist optisch von hier bis nach unten. Und der ist, guck mal, wenn du das dem vergleichst, der ist so groß, also jetzt hat er auch eine relativ hohe Stirn. Also gerade in der Position, verstehst du, da ist mhm. Hälfte, Hälfte ist das Gesicht, Hälfte ist die Stirn. Das ist, ja, das, das, so eine, das ist so eine Halbteilung. Und das hättest du ein bisschen höher, also mhm. nur ein paar Grad, wäre vielleicht schöner gewesen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieses, dieses Dunkle mit diesem schönen Verlauf hier, wahnsinnig toll. Also richtig, richtig tolles Bild. Und. Was wahrscheinlich unsere Zuschauer nicht vergessen sollten, die kommen ja so aus der Kamera. Also das ist ja nicht so, dass wir jetzt noch fünf Stunden lang Photoshop gemacht hätten. Ähm, hier hast du ein bisschen mit, mit, mit den, mit den Sättigungen gespielt mhm. und mit, mit Kontrasten, ne? Ja. Ist gleiches Model, oder? Genau. Hier ist so ein bisschen gelblich wahrscheinlich, das war dann wieder diese Tönung, oder? Dass du hier ein bisschen ins grün-gelbliche genau. reingegangen bist und dann hier so ein bisschen mehr in dieses rötlich-magenta, ja. oder? Also viel mehr hättest du es nicht machen dürfen, weil dann wären hier so Bäckchen entstanden. Ja, stimmt, das sehe ich jetzt gerade auch. Ähm, aber merkst du, sobald, halt du sobald du ein bisschen weggehst von leuchten die Haare plötzlich. Mit der, mit der, ja. mit der Sättigung hast du plötzlich diese rote Haarfarbe denn die ja hier gar nicht so stark drin war, weil ja. das Bild alles so gelblich, grünlich, gelblich war und hier wirklich so dieses, dieses kühle Rot dann wieder rauskam. Also ich finde das Bild schöner. Ich auch. Ähm, Wobei ich weiß, dass sehr viele halt auf die Augen stehen. Und hier hast du wirklich schön diese beiden Catchlights in den Augen. Also das muss ich jetzt mal sagen, da hast du jetzt mal ein schönes Seitenlicht gefunden. Weißt noch, in der Kuba-Sache oder vor der Kuba-Sache, wo ja. ich dir immer gesagt habe, du sollst darauf achten, dass das Licht von vorne aufs Motiv kommt. Ja. Hier hast du es eigentlich perfekt gemacht. Beide Augen haben die Catchlights. Du hast eine leichte Dominanz von hier, aber hast immer noch Sichtbarkeit nach da. Also es, das ist so das ideale Seitenlicht, Fensterlicht, okay. wo das... In beiden Augen trotzdem noch ein Reflexes, aber du trotzdem Seitenlicht hast. Sehr, mhm. sehr, sehr schön. Kommt noch was? Nee, Ach, das, das war's, war's schon. Ähm, was soll man sagen? Ne? Perfekt. Also manuell, du kannst halt eine ganze Serie fotografieren. Selbst selbst wenn was falsch ist bei manuell dann kannst du ja bei allen den gleichen Fehler gleich rausmachen. Das ist im Endeffekt sogar effizienter. Stell dir vor, du fotografierst 100 Bilder, die ein bisschen zu hell oder ein bisschen zu dunkel sind. Dann kannst du bei allen Bildern nachher mit einem Klick alles korrigieren. Wenn du jetzt aber mit diesem AV-Modus fotografierst, dann hast du immer hell, dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel. Ja, hell, dunkel. Und das ist sehr viel mehr Arbeit. Bleib dem Manuell treu. Mhm. Auch zum Beispiel, wenn du jetzt Reportage fotografierst. Ich fotografiere auch Hochzeiten manuell. Ja, Weil im Grunde genommen... Man stellt sich das immer so vor, dass das Licht so viel ändert, aber eigentlich ändert sich das Licht ja gar nicht. Wenn du zum Beispiel zu Hause bei dir fotografierst, und hast du diese Fensterfront, dann ist es ja eigentlich im ganzen Zimmer fast gleich hell. Ja. Du machst manchmal Gegenlicht, ein bisschen dunkler, manchmal Mittlicht, ein bisschen mhm. heller, aber im Grunde genommen die Helligkeit ist gar nicht so variabel. Schlimm ist bloß, wenn Wolken da sind und die Sonne rauskommt. Aber das ist so der schlimmste Fall, den es gibt. Wenn du an einem Tag draußen bist und es ist einfach hell, Sommerlicht, dann ist überall Gleichlicht. Mhm. Verstehst du, dann würde es sich sogar reichen, wenn du in wenn Kuba unterwegs bist im Urlaub und du fährst einen Tag lang durch die Gegend. Dann kann es sein, dass du einmal um 9 Uhr morgens eine Kamera einrichtest und alle Fotos mit dieser Einstellung machst. Weil alle Fotos, im Endeffekt, wo Menschen im Licht stehen, im Sonnenlicht stehen, ja, sind gut, ja gleich hell. Als ob die Sonne... Wenn ich dann Kilometer. mal in Schatten gehe, dann, dann musst du wieder ändern. Genau. Aber das ist dann sozusagen eine Änderung. Ja. Und es, würde sogar sein, dass du, es könnte sogar sein, dass du dir die, die Helligkeit merkst. Weil der Schatten ist ja auch überall gleich hell. Ja. Also im Grunde genommen, verstehst du, es gibt natürlich sehr dunkle Schatten, es gibt helle, Aber denk mal ein bisschen globaler. Versuch mal für die nächste Woche. Es ist jetzt keine Aufgabe, mhm. sondern probier's mal, probier dir mal solche, solche wiederkehrenden Elemente zu merken. Das bedeutet zum Beispiel, dass du wahrscheinlich bei Sonnenlicht, also wenn richtig Sonne knallt, dann bist du wahrscheinlich bei F17, bei ISO 200 und dann irgendwo bei 18000. Das kann mal ein 4000 sein, das kann mal ein 16000 sein, irgendwo ist es. Mhm. Und das war in Kuba so, das ist hier im Sommer so und es wird nächstes Jahr so sein. Verstehst du, es gibt, es gibt im Grunde genommen gibt es vielleicht so vier, fünf, sechs Werte, mit denen du immer wieder fotografierst mhm. und viele stellen sich sozusagen Fotografie so jedes Mal komplett neu vor. Ist es aber gar nicht. Weil die Sonne geht jedes Mal gleich auf Im Prinzip schon, und ja. eigentlich haben wir teilweise auch zehn Tage das gleiche diesige Wetter oder wir haben zehn Tage den gleichen, die gleichen Wolken und <laughs> morgen kommen wieder Wolken und die waren vor drei Wochen schon mal da. Verste Verste ja, also ich weiß, was du meinst. Es gibt gar nicht so viele unterschiedliche Situationen, wie man sich das immer so vorstellt. Und vor allem abends wird es noch krasser, weil eigentlich haben wir abends immer die gleiche, das gleiche Licht. Ich würde sogar davon ausgehen, dass du zu Hause die gleiche Helligkeit hast wie ich zu Hause. Weil wir kaufen die gleichen Lampen bei IKEA. Wir haben die gleichen Fernseher, die leuchten gleich stark, hell. Wir haben im Endeffekt auch gleiche Augen, die Licht haben wollen. Unsere Nachttischlampe ist irgendwie eine 30-Watt-Glühbirne. Verstehst du, das sind. Das sind du musst, weiß, mal, das du musst mal gucken, einfach als Fotografin, dass du diese, diese Elemente wiederfindest. Und jetzt gebe ich dir ein, einen Tipp mit. Mhm. Und zwar. Schreib mal zu den schönen Fotos, die du jetzt zwischendurch gemacht hast, bisher in der ganzen Strecke, schreib mal die Werte auf. Also schreib dir wirklich auf F1.7, ISO 200 von und Von den Lieblingsfotos ein Tausendste. Ja, von deinen Lieblingsfotos. Sehe ich die dann auf der Kamera, die äh, sehe ich, ne? Wenn du ich kannst die einfach rechtsklicken auf dem Computer und Eigenschaften anzeigen. Okay. Oder zum Beispiel über, äh, über, über Finder nur auch rechtsklick Informationen anklicken bei Mac. Oder du kannst ja auch die Speierkarte in die Kamera stecken und dann auf Play drücken. Also, Moment. Und dann, und hier kurz dann die Display-Informationen. Genau, und dann einfach auf Display. So, drehst du hier mal. So. Also wenn ich jetzt hier. Da kannst du kannst jetzt, glaube ich, nicht ich sehen, weil mal. die Speicherkarte nicht drin Doch, ist. Doch, ich habe eine von dir reingeschoben. Einfach so eine. Moment, wir gucken jetzt mal, was drauf ist. Ja, nicht, dass ich äh, irgendwas Falsches mache. Äh, okay. Kein Bild zu Wiedergabe. Okay, also ich mache jetzt einfach mal eins. Ich gehe mal hier auf die Blende 1.4 und tschack. Jetzt habe ich hier ein Bild. Ja. Ich drücke Play und dann drücke ich hier einfach auf Display. Ah, da steht's. Und kann ich mehrfach draufdrücken, ja. dann werden mir mehr Informationen angezeigt. Und jetzt zum Beispiel F17 ISO 400 bei in 400. Hier ist die ISO. Ja. Ja? Und weißer Gleich kann sie dir zum Beispiel auch anzeigen. Wo ist lassen. Jetzt die Belichtungszeit? Da oben. Auch 400, ja. Also okay. ja, war ein bisschen komisch. Moment, wir gehen, mal auf den, wir gehen mal von der Belichtungszeit auf 125. Ja, dann haben wir ah, ja F18, 125 ISO 400. Mhm. Und wenn du das mal von all deinen liebsten Fotos machst, wirst du merken, dass du hier in so einem Bereich von plus 1, minus 1 schwebst. Bin ich mal gespannt.